Willkommen zurück zu Let's Play Never Alone. Das tolle Abenteuer mit unserem kleinen Mädchen und dem Polarfuchs. So. Oh mein Gott. Wohin führt uns diese Reise noch? So, dann schauen wir mal. Ui. Okay. Ich werde mal auf den Polarfuchs wechseln, um mal zu schauen. Schafft er das? Ja, doch. Ah, okay. Was ein tolles Abenteuer im Übrigen. Ich bin fasziniert. So, alle hopp. So geht das. Ja, wunderbar. So, im Hintergrund sieht man schon die Polarlichter. Die gibt es ja in Arktis. Die sieht man... Oh, die sieht man ja da. Ui. Was? Leiter hochklettern? Achso, ja. Weiß ich ja. Ist ja bei anderen Spielen genauso. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Erstmal den Polarfuchs da durchlotsen. So. Okay, das sieht nach einem kleinen Rätsel aus. Ich schau mal eben. So, müssen wir mal gucken, wie bekommen wir denn unseren... Ich weiß gar nicht, wie haben wir ihn denn nochmal genannt? Ich habe schon wieder vergessen, schon wieder so lange. Er ist eine neue Aufnahmesession. Ich weiß nicht, ob ihr es merkt. Ich habe auch das neue Mikrofon, teste ich gerade so ein wenig aus. Okay, das funktioniert glaube ich nicht, oder? Ja, doch, da oben komme ich hoch. Soll es so sein? Ich glaube nicht. Nein. Ich glaube, ich muss erst hier was tun. Ich weiß gar nicht mehr, wie konnte ich denn nochmal... Ah, ich glaube... Ah, eben. Hallo? So. Ganz ruhig, Reflex. Ganz ruhig. So. Na. Nee, hinlegen nicht. Ah, okay. Ja. Ich verstehe. Ich habe diesen hinteren Balken gerade nicht gesehen. Das habe ich jetzt gerade nicht bemerkt gehabt. Das war knapp. Hui. So, wunderbar. Na, dreh dich um. So. Dann da oben drauf. Und dann darüber. Und dann müssen wir mit ihm auch darauf. Ich hoffe, er schafft so. Ja, wunderbar. Sehr schön. So, weiter geht die wilde Reise. Achso, wie gesagt, ich wünsche gerne... Also, ich würde mir gerne wünschen... ich meinte natürlich Nordlichter, nicht Polarlichter. Ich weiß nicht, wie ich auf Polarlichter komme. Ich würde mir gerne wünschen, wenn ihr eure Meinung dazu kundtut, was ihr vom Spiel haltet. Und natürlich sollen wir uns die Videos nach dem Let's Play nochmal nachträglich ansehen oder sollen wir es ganz... Oha! Nein! Oh. Oh. Okay. Also wie gesagt, ihr seid da gerne herzlich eingeladen. Dazu eure Meinung unterm Let's Play zu schreiben, ob ihr, was ihr davon haltet, ob ihr gerne die Videos nachträglich sehen möchtet. Los. Ducken. Oh nein, oh. Ich habe gerade noch von Ducken geredet.
habe gerade noch von Ducken geredet und jetzt ist schon wieder alles vorbei. So, lalalala. Und nochmal. Ja. Und so endet unsere Geschichte. Nein, natürlich nicht. So, also probieren wir das Ganze nochmal aus. So, Ducken heißt die Wiese. So. Der fliegt da oben lang. Der könnte jetzt gefährlich werden. Ja. Das ist eine tolle Geschichte, Wahnsinn. So, dann schauen wir mal, wo uns die Reise als nächstes hinführt. Oh mein Gott, da haben wir wieder einen Geist. Ich duck mich mal vor sie. Ja. Was? Okay. Ich lebe noch. Ich werde nur im Kreis geführt. So, probieren wir es nochmal neu aus. Hier müssen wir uns, glaube ich, ducken, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau. Das muss ein bisschen schneller sein, ein bisschen flotter. So, wunderbar. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen besser aufpassen, was ich da tue. Und vor allen Dingen ein bisschen vorausschauender spielen. Bei diesem Spiel und nicht einfach so ins Blinde reinrennen. Ich frage mich gerade. Ah, okay, alles klar. Okay. I understand. Was? Was denn jetzt? Hallo? Jetzt mal ganz ehrlich, was war das für ein Fail? Na, bist du wohl? Hallo? So. Just a moment. Nein, so. Die rennt aber auch dann. Unaufhaltsam einfach mal in den Tod. Als KI. Ist natürlich nicht sehr schön. Wie soll das jetzt gehen? Sie kommt doch so weit. Oder? Moment. Ja, schaffe ich das vom Geist? Muss ein bisschen hin und her schwingen. Am Seil. Keine Kommentare jetzt dazu. So, ich muss mal nochmal den Polarfuchs auswählen und dann nochmal alle. Nein! Okay. Just a moment. Irgendwie bin ich gerade nicht in der Lage zu Let's Play. Ich weiß gar nicht warum. Keine Ahnung. Also. Im Übrigen nehme ich das gerade am 4. Entschuldigung, am 24.12. auf. In den frühen Morgenstunden, wohlgemerkt. So. Ich lasse sie jetzt einfach mal da stehen. Vielleicht kommen wir da mit dem Polarfuchs viel, viel weiter. So, jetzt muss ich nochmal schauen. Ah, okay, wir müssen ja sowieso in die andere Richtung, ne? Ja, genau so. Wunderbar. Oder? Ach nee, wir müssen hier lang. So, ich werde noch einmal schwingen. Und dann rüberhüpfen. Ah, okay, hier war nur so ein... eine Eule für die Videos. So. Jetzt holen wir noch eben den Polarfuchs auch noch mit. So, wunderbar, sehr schön. So ein Speicherpunkt hätte ich jetzt gerne. Ich habe schon wieder so einen komischen Frosch im Hals, immer bei den Aufnahmen, ich weiß nicht warum.
ein Gewichtsrätsel. So ist auch. Oh, ah, hallo. Hallo. Okay. So wie es ausschaut, ist es ein Gewichtsrätsel. Boah, ist das schwer. Okay. Wo war der Geist, der auf die Brille scheißt? Entschuldigung. Da ist er. So. Ganz schnell da hoch. Uah. Uah, was macht der denn da? Ist einfach nur da. Juhu, juhu, juhu. So. Ah, verstehe, okay. Hallo? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So. Jetzt müssen wir natürlich das Gegengewicht erstmal besorgen. Hallo? Entschuldigung, ich sag ja, irgendwie habe ich einen komischen Frosch im Hals. Ich weiß nicht warum. Ganz, ganz merkwürdig. Wie gesagt, immer bei Let's Play-Aufnahmen. Sehr schön, wunderbar. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen auf unseren Geist. Ich finde auch die Save Points eigentlich ganz, ganz gut gesetzt bei dem Spiel. Also da braucht man sich keine Gedanken machen. So. Uah. Renn nicht so weit vor. Mann, du siehst doch, was hier los ist. Oh mein Gott. Ich sag's gerade noch selbst zu dem Polarfuchs und sterbe sehr. Oh mein Gott. Das ist ein krasses Abenteuer für die beiden. Unglaublich. So, jetzt werde ich mich mal eben hier auf die Schaukel begeben. Oh, gefährlich. Ein wenig beeilen hier. Oh, der Wind. Mist, das Wetter spielt uns jetzt auch noch einen Streich. Das heißt, wir haben es noch viel, viel schwerer wie vorher. So ein Mist aber auch. Oh, Gott. Hallo, 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 so. Ist das überhaupt richtig? Weiß ich gar nicht. Ich versuche jetzt einfach mal hier hochzukommen. Das war nicht gut. Das, Warum springt denn jetzt die KI in den Tod? Das muss ich jetzt... Entschuldigt bitte. Aber es muss ich jetzt gerne mal wissen. Warum springt denn die KI jetzt auf einmal in den Tod? Das ist mir irgendwie ein Rätsel gerade. Ach, wisst ihr was? Das ist eigentlich ein richtig guter Zeitpunkt, um jetzt eine Pause zu machen. Und dann würde ich sagen, gehen wir in einer weiteren Folge Never Alone, ja, hier durch den Schneesturm und schauen mal, was uns hier erwartet. Ich hoffe, dass wir hier so schnell wie möglich durch die ganzen Barrikaden kommen und durch dieses Holz, ja, morsche Holz, und dass uns da niemand mehr auffällt auf unserer Reise. Und unser Ziel ist ja immer noch rauszufinden, warum das Wetter so ist, wie es ist. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal beim Abenteuer wieder einschaltet. Also, macht's gut. Ciao.